Und solange sie sich mit dem Übel abgeben, wie sie doch auch wahrgenommen, dass ihr Körper in der größten Unordnung geraten, dass sie selbst es sind, der die Ordnung bejaht, der zur Ordnung steht und der all das tut, was ihm, so er sich in dieser Ordnung schon bewegt, auch in dieser Ordnung verbleibt und dass er weiterhin gewillt ist, diesen Weg der Ordnung so zu gehen, wie er ihn gehen muss. Und somit wird er die Ordnung auch in seinem Körper so weit dahingehend wahrnehmen, dass er sich selbst sagen wird, jetzt lebe ich wirklich in der wahren göttlichen Ordnung. Denn nicht nur um meinen Körper ist jetzt die Ordnung, nein, sondern auch in meinem Körper. Und dass im Körper die Ordnung ist, ist ausschlaggebend. Somit wird auch um diesen menschlichen Körper die Ordnung herrschen. Das heißt, die Ordnung ist Gott. Da wird Gott herrschen. Denn der Mensch selbst ist nicht in der Lage, seinen Körper so weit dahingehend zu beherrschen, da er nie gewusst und auch nie gewollt, für seinen Körper das aufzunehmen, was für ihn bestimmt ist. Dass er, der Körper, genügend Energien, über genügend Energien verfügt, die er ja zuvor aufnehmen muss, um mit und durch diese Energien seinen Körper den ersten Befehl zu geben, dass er nicht was, sondern das zu tun hat, was der Mensch gerade will. Dazu ist ihm der Körper beigegeben. Der Körper ist unser Werkzeug, wie wir im Ganzen gesehen alle nur ein Werkzeug Gottes sind. Aber wir selbst haben auch ein Werkzeug, wir sind Gott gleich. Und das erste Werkzeug, sage ich noch einmal, ist unser Körper. Und wir können mit diesem Werkzeug, mit unserem Körper, all das tun, was wir wollen. Nun, Freunde, so Sie ab jetzt in dem wirklich guten, in dem göttlichen Glauben leben, werden Sie aus der guten, göttlichen Gedankenwelt gute, wirklich göttliche Gedanken empfangen und diese Gedanken werden Sie da dann auch zur Tat bewegen. Das heißt, Sie werden dadurch Ihren Körper befähigen, deutlicher gesagt befehlen, dass er dieses, das und jenes, wie sie es gerade wollen, zu tun hat. Und sie werden dann auch feststellen, dass der Körper diesen Schick, die Geschicklichkeit so weit dahingehend aufbringt, sodass er imstande ist, auch das zu bewältigen, was er zu bewältigen gedacht. So ich jetzt sage, zu bewältigen gedacht, liebe Freunde, damit sage ich, dass dieser Gedanke, den Sie aufgenommen, was Sie als gedacht halten, ist es ja, der Sie und Ihren Körper zu all dem bewegt. Ich gebe Ihnen eine kleine Lebensweisheit mit auf den Weg. Geben Sie Acht, liebe Freunde, ich spreche diese Lebensweisheit, die ist nur von mir. Die können Sie auch außer Acht lassen. Die können Sie beiseite werfen. Und sagen, Quatsch, was der da redet. Was soll ich mit den Lebensweisheiten? Was soll ich mit seiner Lebensweisheit? Das alles ist mir gleich. Aber nicht gleich, dass ich Ihnen das verschweige. Nein, ich sehe hierin meine Pflicht, den Menschen weiter nichts als nur das zu sagen, was ich ihm an Wahrheit zu sagen habe. So ich diese Lebensweisheit gesprochen, können Sie die gleiche, nicht in Abschrift haben, Sie können sich diese abschreiben. Ich werde hier den Begleiter dieses Tonbandes, die aufschreiben und Sie können sie dann auch abschreiben. Der Mensch handelt nach seinem Willen. Wie der Wille, so der Gedanke. Der Gedanke bewegt den Menschen zur Tat.
Willst du das Göttliche erleben, so musst du danach streben. Liebet das Leben, Gott. Gott ist überall. Und zum Schluss, liebe Freunde, werden Sie jetzt erkennen können, aus dem wenigen, was ich dazu noch zu sagen habe. Geld ist Macht. Gesundheit ist Allmacht. Liebe Freunde, so Sie diese meine Lebensweisheit verstanden haben, werden Sie auch genau das wissen, was Sie sich selbst schuldig sind.